Zur Evaluierung von Machine Learning-Verfahren brauchen wir irgendeine Art von Maß, das uns dabei hilft, zu erkennen, ob eine Hypothese, die wir aufgestellt haben, für einen gewissen Datensatz auch wirklich die Klassen, die wir erwarten, zu einem hinreichenden Maß vorhersagt, sodass wir das System dann auch in der Praxis einsetzen können. Die Entscheidung darüber, ob etwas in der Praxis eingesetzt werden soll oder nicht, die obliegt uns. Das wird uns auch kein Maß sagen. Wir halten von einem Maß selbstverständlich nur eine Zahl und anhand der Zahl müssen wir dann unser Urteil fällen. Noch ein Klassifikationsproblem, aber eins, das einem Machine Learning nicht abnehmen kann. Ne? So. Wie ich schon mal gesagt habe, also, naja, beziehungsweise nein, einfach nochmal vom Start. Der Anfang allen Messens zur Evaluierung nimmt üblicherweise seinen Anfang, also ich fange mal von vorne an. Der Anfang allen Evaluierungs ist üblicherweise das Zählen. Das Zählen von Fehlern. Wir dürfen erwarten, dass ein maschinelles Lernverfahren Fehler macht. Wenn es das nicht tun würde, dann bräuchten wir auch keine Evaluierung. Aber die maschinellen Lernverfahren machen Fehler. Und alles, was wir tun müssen, um herauszufinden, ob es gut oder schlecht ist, ist einfach herauszufinden, wie viele Fehler sie machen. Und das kann man sehr einfach bewerkstelligen. Auf Basis der gesehenen Formalisierung starten wir mit unserer Objektmenge O und dem Feature-Raum, den wir definiert haben, der Modellbildungsfunktion Alpha, die die Objekte in den Feature-Raum abbildet, der Menge von Klassen C, die wir vorhersagen wollen, für die Objekte und die Vorhersage soll aber geschehen auf Basis einer Modellfunktion, die die Repräsentation der Objekte im Feature-Raum nimmt und die Klassen vorhersagt. Wir haben eine Menge, beziehungsweise wir wissen, es existiert eine Abbildung der Objekte auf die Klassen, die ist hier durch Gamma gegeben und Y, die Modellfunktion, soll Gamma den menschlichen Experten möglichst gut widerspiegeln. Wir definieren jetzt eine Menge x und diese Menge x ist einfach die Menge aller Repräsentationen von den Objekten, die gemäß der Modellbildungsfunktion gebildet wurden. Es handelt sich um eine Multimenge. Das wird gleich noch wichtig, dass es eine Multimenge ist, aber wir haben das ja auch schon an verschiedenen Stellen betont. Zu jedem dieser Beispiele kennen wir die Klasse, die gemäß Gamma berechnet wird. Das setzen wir jetzt einfach mal für diese Definition voraus. Und dann definieren wir den wahren Fehler oder hier the true misclassification rate, den wahren Anteil der Missklassifikation als die Anzahl der Fälle, bei denen die Klassifikation schiefgegangen ist für die Menge aller Repräsentationen gemäß der Modellfunktion. Das wird hier verglichen. Geteilt durch die Größe der Gesamtmenge. Das heißt, die Größe von O, beziehungsweise in dem Fall die Größe von X. Was ein und dasselbe ist, wie man hier auch sieht, das kann man äquivalent auch in der realen Welt formulieren. Wir könnten auch den menschlichen Experten evaluieren auf diese Weise. Das wäre kein Problem. Das ist also der wahre Fehler, den unsere Modellfunktion macht. Natürlich ergeben sich hier praktische Probleme. Wir können diesen wahren Fehler in der Praxis nicht bestimmen. Eins der Probleme ist, dass wir Gamma nicht kennen. Wir haben keinen Zugriff auf das, was im menschlichen Kopf gespeichert ist. Und üblicherweise ist die Objektmenge, die wir zu klassifizieren haben, viel zu groß, als dass wir alle Objekte einem Menschen zuführen könnten und fragen könnten, zu welcher Klasse sie gehören. Es gibt noch weitere Probleme, die dadurch entstehen können, aber das ist zumindest eines der Hauptprobleme. Wenn wir Gamma schon hätten, dann bräuchten wir auch keine Modellfunktion mehr. Wir könnten einfach eine Hash-Tabelle bauen. Die Lösung
die sich für uns, der Lösungsvorschlag ist, okay, wir versuchen nicht den wahren Fehler zu bestimmen für unsere Modellfunktion, sondern wir versuchen diesen Fehler zu schätzen. Und für diese Schätzung ziehen wir die Dokumente D heran, die wir mithin auch zum Trainieren der Modellfunktion herangezogen haben. Das sind die Beispieldokumente D, für die wir den menschlichen Experten befragt haben, nach den Klassen zu jedem Objekt. Aber die Beispielmenge D ist gegebenenfalls bedeutend kleiner als die Menge O. Um das zu bewerkstelligen, brauchen wir aber, also um einen Schätzer zu definieren, brauchen wir eine andere, besser geeignete Interpretation des wahren Fehlers für eine Modellfunktion. Und diese Interpretation, die ist probabilistisch. Schätzen ist ist etwas, was aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung kommt, beziehungsweise aus der Statistik. Und wir brauchen dafür eine probabilistische Definition dieses Schätzobjektes, das wir erreichen wollen. Die folgt jetzt. Diese Definition ist einfach äquivalent zu der vorigen Definition. Sie verwendet aber leicht andere Symbole und die Symbole haben eine andere Semantik. Sie kommen halt aus der Wahrscheinlichkeitstheorie. Die ersten drei, die Sie jetzt hier sehen bei der probabilistischen Definition des wahren Fehlers, sind der Feature-Raum, der Feature-Raum X, die Menge an Klassen C und die Modellfunktion, die alle genauso sind wie vorher. Was sich geändert hat, ist, dass wir jetzt den Ergebnisraum spezifizieren, der üblicherweise mit Omega bezeichnet wird. Omega tritt an die Stelle von O. Omega enthält alle realen Objekte. Wir machen das deshalb so formal, damit klar wird, dass es sich hier auch tatsächlich um ein gültiges Wahrscheinlichkeits, einen gültigen Wahrscheinlichkeitsraum handelt, den wir hier konstruieren. Auf dieser Ergebnismenge definieren wir ein Wahrscheinlichkeitsmaß P. Üblicherweise ist das definiert auf der Potenzmenge von Omega, das heißt auf allen Teilmengen von Omega, inklusive Omega selbst und der leeren Menge. Dann Und damit haben wir noch nicht alle Objekte, die wir vorher in der Formalisierung hatten, wiederhergestellt, brauchen wir noch zwei Zufallsvariablen. Nämlich genau die Zufallsvariablen, die uns dabei helfen, tatsächlich eine Schätzung durchzuführen. Eine Wahrscheinlichkeitsaussage zu machen in diesem Wahrscheinlichkeitsraum. Diese Zufallsvariablen sind x und c. Wir verwenden nicht ohne Grund die Buchstaben noch einmal, diesmal in leicht anderem Fontsatz wieder, damit die Wiedererkennbarkeit gegeben ist. Entschuldigen uns für die mögliche Verwirrung, die daraus entstehen kann. Sie müssen sehr genau hingucken, um welches X es sich handelt und gegebenenfalls nochmal in die Notationsfolien reinschauen, wo die X alle aufgeführt sind. Ich glaube, es war jetzt auch hier auf der Bemerkungsfolie vorher auch nochmal gegeben. Die Zufallsvariable X bildet Omega, damit die Objekte O, auf den Feature-Raum X ab. Sie tritt damit an die Stelle der Modellbildungsfunktion. Aber es ist weiterhin eine Zufallsvariable. Wir können Wahrscheinlichkeitsaussagen mithilfe dieser Zufallsvariable tätigen, indem wir Ereignisse spezifizieren. Dasselbe bei C. Hier wird Omega auf die Klassen abgebildet und das entspricht dann letztendlich Gamma. Jetzt schauen wir uns eine spezifische Wahrscheinlichkeit an, nämlich die gemeinsame Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir X und C als Ereignisse erhalten oder aus der Zufallsvariable heraus erhalten. Im Endeffekt, wenn man es ausführlich mit dem Wahrscheinlichkeitsmaß aufschreibt, dann steht dort P von X gleich C, ist das Ereignis dafür, dass das Ereignis eintritt, dass X gezogen wird, zum Beispiel, wenn man sich das UN-Modell vorstellt, und dass die Klasse C gezogen wird. Gleichzeitig. Also das Komma hier steht für ein und. Es sind verschiedene Möglichkeiten, das aufzuschreiben. Das ist auch unten auf den Folien nochmal detailliert. Hier verwenden wir einfach diese von den verschiedenen Standardnotationen. Das kleine p ist nicht nur eine Kurzschreibweise für dieses Ereignis, es hat auch eine eigene Bedeutung.
Das kleine p ist die Wahrscheinlichkeitsmassefunktion und das große p ist das Wahrscheinlichkeitsmaß. Das sind zwei verschiedene Dinge. Für diejenigen von Ihnen, die sich schon ein bisschen besser mit Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie auskennen, dürfte das nichts Neues sein. Aber ich kann verstehen, wenn Sie das alles noch nicht so tief durchdrungen haben in Ihrer Zeit hier, machen Sie sich keine Sorgen. Das wird auch hier nicht unbedingt nötig sein. Wenn Sie es aber mal durchdringen wollen, dann werden Sie hier, auch insbesondere in Bezug auf Machine Learning, werden Sie hier die Referenz finden, oder eine Referenz, die Sie heranziehen können, um das Ganze nochmal nachzuvollziehen. Also dieses kleine p da, dieses p von xc, das ist also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir sowohl x als auch c ziehen. Und beziehungsweise genauer gesagt, wir ziehen x. Und dass dieses Objekt die Klasse C hat. Aber das kann man auch unabhängig von machen, weil wir letztendlich jetzt in der Definition des wahren Fehlers, in der Neudefinition des wahren Fehlers und der äquivalenten Definition des wahren Fehlers hier, einfach die Summe über alle gemeinsamen Wahrscheinlichkeiten. Aus allen Paarungen von X und C. Das heißt, wenn man jetzt, denken Sie sich den I-Teil weg, wenn man den wegnimmt, dann würde 1 rauskommen. Es handelt sich auch um ein Wahrscheinlichkeitsmaß. Demzufolge muss dort 1 rauskommen in dieser Summe. Aber wir schauen uns nicht alle gemeinsamen Wahrscheinlichkeiten an, summieren nicht alle, sondern wir multiplizieren das mit der sogenannten Indikatorfunktion, die direkt rechts daneben definiert ist. Und diese Indikatorfunktion zeigt an, ob die Modellfunktion Y, die einfach gegeben ist an dieser Stelle, beziehungsweise die Eingabe ist hier, die richtige Klasse vorhersagt. Das heißt, diese Indikatorfunktion i ungleich gibt 0 zurück, wenn die Klasse gleich ist. Das heißt, dann fließt die Wahrscheinlichkeit nicht in die Summe mit ein. Wir haben ja keinen Fehler gemacht. Und es gibt 1 zurück, wenn die Klasse gleich ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit fließt ein. Wir erhalten eine Zahl kleiner 1 aus den beiden Summen, aus der Gesamtsumme. Und das ist dann letztendlich die Wahrscheinlichkeit oder beziehungsweise der Fehler, der wahre Fehler, den man probabilistisch messen, die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler, könnte man auch sagen. So. Das ist im Prinzip jetzt die Basis, auf der wir weiterarbeiten wollen. Wir können auch diese Wahrscheinlichkeit nicht messen. Wir haben ja im Endeffekt Gamma nicht und demzufolge auch C nicht, also die Zufallsvariable C. Aber wie schon gesagt, wir nehmen eine Abkürzung und versuchen das Ganze über eine Beispieldatenmenge D zu lösen. Einfach nochmal zur Illustration auch von ein paar Problemen, die entstehen können. Hier die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung von den Zufallsvariablen X und C. Wir sehen am Rand hier die Verteilung, die relative Verteilung der Häufigkeiten von Objekten, die diese Repräsentation haben, und die relativen Häufigkeiten von Objekten, die diese Klasse haben. Auch das in Summe 1. Man nennt das Randverteilung. Jeweils 1. Entschuldigung. Aber auch wenn Sie hier die Wahrscheinlichkeiten, die jetzt hier als Farben, als verschiedene schattierte Farben angedeutet sind, summieren würden, sollte das auch 1 ergeben, weil es sonst kein Wahrscheinlichkeitsmaß ist. Dieses Karree hier, diese gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung, die hier illustriert ist, die sieht sehr sauber aus irgendwie, weil Sie können jede Paarung herausgreifen hier und feststellen, okay, gibt für jedes Objekt hier genau eine Klasse, die eine Wahrscheinlichkeit hat, die von 0 verschieden ist. Weiß ist die Wahrscheinlichkeit 0. Und das bedeutet, wir haben eine klare Zuordnung, eine 1 zu 1 Zuordnung. In der Praxis sieht die Welt nicht so sauber aus. In der Praxis haben wir Rauschen. Rauschen bedeutet, dass die menschlichen Experten, die uns die Klassenzuordnung machen, nicht notwendigerweise immer fehlerfrei arbeiten oder unterschiedlicher Meinung sind. Und es mag noch eine ganze Reihe weiterer Gründe geben, warum wir
uns bei der Zuordnung eines Objektes zu einer Klasse nicht sicher sein können. Ein weiteres Problem, das entstehen kann, nur um das auch anzureißen, ist, wie eben gesagt, dass die Menge x, die wir vorher definiert haben, eine Multimenge ist. Das heißt, wenn wir das Modell nicht sehr feingranular oder nicht feingranular genug aufstellen für unser Lernproblem, dann kann es sein, dass verschiedene Objekte der realen Welt, die in der realen Welt auch tatsächlich verschieden sind, aber vielleicht sehr ähnlich zueinander sind, auf dieselbe Repräsentation abgebildet werden. Aber wenn diese Objekte zwar ähnlich, aber verschieden sind und zu unterschiedlichen Klassen gehören, dann ergibt sich automatisch eine Situation, dass das eine Objekt zu dieser Klasse gehört und das andere Objekt vielleicht zu dieser Klasse. Und je nachdem, vielleicht gibt es noch viel mehr ähnliche Objekte, die sich alle um diese Klassengrenze in der realen Welt gruppieren. Das kann man nicht verhindern. Also sie werden mit Rauschen leben müssen. Die Realität sieht eher so aus. Man kann versuchen, eine ganze Menge dagegen zu tun. Sie können, wie gesagt, das Modell besser machen. Sie können mehr Experten fragen. Sie können bessere Experten fragen oder. Aber so ganz weg werden Sie es nie kriegen. All das hier nochmal aufgeschrieben. Wir können jetzt einen Klassifizierer definieren, der in dieser Situation trotzdem noch ein optimales Ergebnis liefert. Das optimale Ergebnis wird vom Base-Klassifizierer geliefert und der Base-Klassifizierer trifft eine einfache Entscheidung. Für jedes Objekt, für jede Objektrepräsentation wird die wahrscheinlichste Klasse zurückgegeben. Hier für x1 wird c2 zurückgegeben, für x2 ck und so weiter. Und auf diese Weise landen wir wieder bei dem Karree von vorher, was sauberer war, aber naja. Das Rauschen ist ja trotzdem noch da. Das heißt, dieses Rauschen, das sind die Fehler, die wir trotzdem machen. Zwangsläufig. Es kann sein, dass bei einer bestimmten Objektgattung die menschlichen Experten mehr Fehler machen, als die Wahrheit sagen. Kann passieren. Das heißt, hier würde der Base-Klassifizierer die Mehrheit der Objekte falsch einschätzen. Es kann sein, dass wie gerade auch erwähnt, zwei Objekte verschiedener Klassen auf dieselbe Klasse zugeordnet werden. Die Mehrheitsklasse gewinnt beim Base-Klassifizieren. Nichtsdestotrotz, Sie können keine bessere Entscheidung treffen als diese. Sie können nur die Wahrscheinlichkeiten maximieren. Ansonsten müssen Sie Modellwelt verlassen, in die reale Welt zurückkehren und die Menschen fragen, ob sie nicht eine genauere Antwort geben können. Das heißt also, wir machen Fehler, unvermeidbare Fehler. Das nennt man Base Error, der hier definiert ist. Analog zu zuvor. Diesen Fehler können Sie nicht unterschreiten. Mit keinem Modell der Welt. Beziehungsweise umgekehrt, jedes Modell der Welt ist nur so gut wie die Daten, die es zur Verarbeitung bekommt, zum Erlernen bekommt. Sobald Sie sich in der Modellwelt bewegen, Sie haben Ihre Daten in die Modellwelt abgebildet, die Experten haben ihre Meinung abgegeben mit Rauschen und Sie haben sich für das eine oder für das andere Modell geschrieben. Die Daten definieren, wie Ihr Fehler sein wird im Optimalfall. Deswegen hat dieser Fehler auch kein Argument. Ist nicht von einer Modellfunktion abhängig, sondern nur von der besten Modellfunktion, die man bauen kann, hier durch den Stern symbolisiert. Wir haben uns ein paar verschiedene Wahrscheinlichkeiten, die man in dieser gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsverteilung messen kann, angeschaut und ich gehe jetzt hier noch einfach mal ein bisschen schneller drüber. Einerseits die einzelne gemeinsame Wahrscheinlichkeit für x9 und c3 ist einfach die Wahrscheinlichkeit, die jetzt diesem einen Quadrat hier in dem Karree zugeordnet ist. Also es ist schon irgendeine Zahl, es ist keine Farbe natürlich, aber in dem Fall wäre es halt die 0, weil dort offensichtlich ein weißes Feld ist. Die Randwahrscheinlichkeiten habe ich erwähnt. Das sind die
PX1 bis XN, genauso PC1 bis CK. Und diese nennt man auch Prior Probabilities. Und dann abhängige Wahrscheinlichkeiten, die wir definieren können anhand unserer Kenntnis der Randwahrscheinlichkeit, nämlich die Wahrscheinlichkeit dafür, das Eintreten einer Klasse abhängig von einem zuvor schon eingetretenen Ereignis für ein Objekt X4 oder die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines bestimmten Objektes, des Objektereignisses gegeben, dass eine bestimmte Klasse vorausgesetzt wird. Das heißt hier, um diese Wahrscheinlichkeit PC gegeben X4 auszurechnen, müssen Sie durch die Prior Probability durch P von X4 teilen, wie es in den abhängigen Wahrscheinlichkeiten definiert ist. All das steht hier auch nochmal. Wie gesagt, das ist jetzt nicht notwendigerweise intensiver Gegenstand, aber Sie sollten sich diese Wahrscheinlichkeiten schon vergegenwärtigen. Auch verschiedene Zusammenhänge sind hier nochmal illustriert und dargestellt, wie das Ganze nochmal auf das Wahrscheinlichkeitsmaß abgebildet wird, welche Ereignisse dahinter stehen und auch Kurzschreibweisen, die äquivalent sind. Gut, man nennt, wenn man die Wahrscheinlichkeit der Klasse gegeben x ausrechnet, diese abhängige Wahrscheinlichkeit, nennt man diese Wahrscheinlichkeit Conditional Class Probability. Also die Class Probability soll ausgerechnet werden und die wird konditioniert mit einem Feature-Vektor in dem Fall. Umgekehrt, wenn wir die Wahrscheinlichkeit für x gegen c ausrechnen wollen, nennt man das Class Conditional Probability. Ist ein Unterschied, leicht zu verwechseln. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass Sie das gesehen haben. Genau, die gemeinsame Wahrscheinlichkeit, die kann man auch anhand einer abhängigen Wahrscheinlichkeit ausrechnen unter Kenntnis des Trials. Das ist dann hier nochmal zu sehen. Insbesondere nennt man halt in dem Zusammenhang P von X den Prior der gemeinsamen Wahrscheinlichkeit. Und das kann man auch umdrehen, nicht nur für diese Art gemeinsames Ereignis, sondern auch genau umgekehrt, dass P von C der Prior wird. Das heißt, diese Einzelwahrscheinlichkeiten sind die Priors oder die werden so genannt. Und dann gibt es noch zwei weitere Begriffe. Das ist einerseits die Likelihood und die Posterior Probability. Mit Likelihood werden Wahrscheinlichkeiten bezeichnet für Ereignisse, die schon eingetreten sind. Und mit Probability werden üblicherweise Wahrscheinlichkeiten bezeichnet für Ereignisse, die noch eintreten werden, vielleicht, oder die man vorhersagen möchte. Das ist ein Unterschied, der in der Wahrscheinlichkeitstheorie gemacht wird. Und in der Bayes-Klassifikation wird insbesondere gesagt noch, dass die Wahrscheinlichkeit für PC von X gegeben, die Likelihood für PX gegeben C, nicht PC von X, sondern Entschuldigung, PC gegeben X, wird in der Bayes-Klassifikation Posterior Probability oder a posteriori Wahrscheinlichkeit genannt, wenn P von X gegeben C als Likelihood gegeben ist. Dann nochmal zur Illustration des Zusammenhangs des frequentistischen Ansatzes zum Bayes-Ansatzes und dass hier tatsächlich ein sehr direkter Zusammenhang besteht. Beides untereinander gestellt. Sie sehen oben nochmal den Plot, den Sie ja schon am Anfang der Vorlesung gesehen haben. Hier zwei Mengen von Objekten, die man perfekt separieren kann, mit nur einer einzigen Gerade im zweidimensionalen Feature-Raum. Man spricht von linearer Separierbarkeit. Und gleichzeitig eingezeichnet die Häufigkeitsverteilung, hier angedeutet durch Schattierung der Plus und Minus, mit der verschiedene Objektrepräsentationen vorliegen. Diese Verteilungen, klassenspezifisch, sind dann auch nochmal unten in dem etwas reduzierten Karree, weil wir ja nur zwei Klassen hier betrachten, in der binären Klassifikation, auch nochmal dargestellt. Wie gesagt, je dunkler ein Quadrat, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Und das kann man auch plotten, das sähe dann eventuell so aus. Sie sehen, dass der Erwartungswert für P von C2 größer ist als der Erwartungswert für P von C1 bezüglich der abhängig von den Objekten. Und das liegt einfach daran, dass wir eine Imbalance haben zwischen der positiven und der negativen Klasse. Sie sehen das hier am Rand. Die Prior-Wahrscheinlichkeiten sind klar, für PC1 ist kleiner als für C2. Das heißt, hier haben wir auch ein paar weniger Objekte als hier. Die Imbalance von Klassen spielt eine Rolle in der Praxis und macht oft Probleme beim Lernen.
Wir können das allerdings wegnormalisieren, indem wir die, Entschuldigung, ich überspringe das alles ein bisschen. Wir können das wegnormalisieren, indem wir die Class Conditional Probabilities verwenden. Das, was ich übersprungen habe, ist jetzt einfach noch, auch, dass natürlich auch eine Entsprechung für die Diskriminationslinie in diesem generativen Raum, der unten durch die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung angedeutet ist, existiert. Wir können eine direkte Übertragung von Objekten auf die Prior-Wahrscheinlichkeiten durchführen und die Linie im Endeffekt auch einzeichnen als die Linie, die zwischen den beiden, die zwischen den beiden Erwartungswerten gezogen werden kann, sodass die Wahrscheinlichkeiten beider Verteilungen möglichst gering sind. Das heißt, man versucht an dieser Stelle den Fehler zu minimieren. Wir haben hier eine perfekte Separierbarkeitssituation. Das bedeutet, wir haben hier eine Linie, die wir so bei beiden Verteilungen auf quasi Null ziehen können. Aber in der Realität, wie gesagt, haben wir Labelrauschen. Das bedeutet, diese beiden Verteilungen, die wir hier sehen, hier nochmal etwas größer dargestellt, damit man es ein bisschen besser sehen kann, die werden sich wahrscheinlich irgendwie überlappen. Und das ist auch nochmal eine Illustration des Bayes-Fehlers. Sie können, wenn Sie jetzt zum Beispiel bezüglich eines Features, das Sie definiert haben für ein Objekt, diese Verteilung bezüglich der Klassen plotten, dann können Sie diese Verteilung sichtbar machen in Ihren Daten und sehen, wie weit liegen die Erwartungswerte auseinander und wie viele Objekte gibt es, wo die Wahrscheinlichkeit sowohl für die eine als auch für die andere Klasse gemäß des Feature-Wertes verschieden von 0 ist. Dieses Minimum der beiden Verteidigungen, das strebt der Bayes-Klassifikator an. Für dieses Feature oder wenn Sie mehr Features haben, natürlich für alle Features. Okay. Dann fahren wir jetzt fort mit der Frage, wie können wir jetzt eine Schätzung des wahren Fehlers vornehmen? Auf Basis der probabilistischen Definition des wahren Fehlers. Dafür müssen wir ein Experiment durchführen. Das Experiment sieht folgendermaßen aus. Wir haben eine Menge von Beispielen D und das ist gemäß der traditionellen Formalisierung, die wir haben, einfach das kartesische Produkt aus x und c, beziehungsweise eine Teilmenge daraus. Und für jedes Beispiel haben wir die Klasse gegeben. Es gibt einen auf D trainierten Klassifizierer, y, eine Modellfunktion, und wir haben die Definition des wahren Fehlers, der die Performance oder insbesondere die Effektivität der Modellfunktion auf x angeben soll, wenn man sie in der Realität, das heißt in der realen Welt, einsetzt, ohne sie zu überwachen. Was können wir also jetzt über diesen wahren Fehler aussagen? Dazu zunächst, bevor wir dann einsteigen in einzelne Schätzmöglichkeiten, die wir haben, drei werden wir Ihnen zeigen, die Übersicht über diese drei Schätzmöglichkeiten. Sie sehen da in der halb rechts auf der Folie den wahren Fehler. Den gilt es zu schätzen. Und wir haben drei Schätzmethoden, die sehr weit verbreitet sind und die Sie unbedingt kennen sollten, nämlich den Trainingsfehler, den Holdout-Fehler, dazwischen den Kreuzvalidierungsfehler oder Cross-Validation Error. Und die Erwartung ist üblicherweise, dass diese Schätzer den wahren Fehler unterschätzt. Das heißt, egal mit welcher dieser Verfahren Sie den Fehler schätzen, Sie werden den wahren Fehler, der wahre Fehler wird wahrscheinlich ein bisschen größer sein, wenn Sie das Verfahren auf die Welt loslassen. Das müssen Sie einkalkulieren. Es gibt Ausnahmesituationen, bei denen diese Fehlerschätzungen für Holdout-Fehler und Kreuzvalidierungsfehler größer sind als der wahre Fehler. Das kann passieren in verschiedenen Kombinationen von Klassen, Class-Imbalance und so weiter. Aber darauf gehen wir jetzt hier nicht ein. Die Ordnung dieser drei Fehler bezüglich der Frage, wie stark sie im Verhältnis zueinander den wahren Fehler unterschätzen, ist empirisch
nicht formal zu aufzufassen, aber häufig so anzutreffen. Der Trainingsfehler, den ich Ihnen zeigen werde, den ich als erstes zeigen werde, der wird wahrscheinlich dramatisch den wahren Fehler unterschätzen. Der Holdout-Fehler ist an sich der Fehler, den man am besten schätzen sollte. Und man kann aber auch in bestimmten Situationen eine Kreuzvalidierung durchführen und diesen Schätzer heranziehen. Gut. Genau. Vielleicht noch als weiterer Hinweis, wenn wir den wahren Fehler besser schätzen wollen, also wenn wir näher an den wahren Fehler herankommen wollen mit unserer Schätzung, haben wir eigentlich nur einen Weg. Wir müssen die Menge der Beispiele, auf deren Basis wir das Experiment durchführen, vergrößern. Und die verschiedenen Schätzer erlauben uns auch eine Aussage über ein häufig gesehenes oder gelegentlich zumindest gesehenes Verhalten von Klassifizierungsverfahren, nämlich das Overfitting. Overfitting bedeutet, salopp gesagt, zu viel auswendig lernen, zu wenig Generalisierung. Und auswendig lernen bedeutet, dass die Modellfunktion eher die Beispiele auswendig gelernt hat und dann auch ungesehenen Beispielen nicht mehr so gut funktioniert. Wohingegen wir eigentlich eine Situation anstreben wollen, dass wir mit unserer Schätzung möglichst, beziehungsweise mit unserem Training der Modellfunktion möglichst nahe oder einen möglichst generalisierbaren Klassifikator erzeugen wollen. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Da oben ist eine Frage. Ich wollte euch auch fragen, wenn Sie auch näher dann erklären, was genau so was soll Ja, die einzelnen drei Fehlergattungen, die werde ich jetzt einzeln vorstellen. Das war nur, dass Sie eine Übersicht haben. Okay. Noch eine Frage? was bedeutet dieses kleine Zeichen der Bildung? Ach so, ja, das ist im Prinzip das kleine Zeichen, aber ungefähr gleich kann es auch sein. Also ist so wie ein gleicher Zeichen, das geschwungen ist, sagt er auch ungefähr gleich. Also das soll das ja, das soll das andeuten im Endeffekt. Das hängt ein bisschen davon ab. Okay, weitere Fragen, wenn wir schon dabei sind. Gut. Dann fangen wir an mit dem einfachsten Fall, dem Trainingsfehler. Da gibt es nicht viel zu tun. Wir trainieren und dieses Schema hier, das prägen Sie sich auch vielleicht ein. Wir haben jetzt unsere Beispielmenge D, die ist hier durch die weiße Box definiert. Und wir nehmen die Beispielmenge, um die Modellfunktion zu trainieren und erhalten unsere Modellfunktion Y. Und dann nehmen wir exakt dieselbe Beispielmenge, auf der wir die Modellfunktion trainiert haben, berechnen den Trainingsfehler. Genauso, wie sie ist. Es gibt kein sogenanntes Testset, das kommt gleich erst. Und D entspricht der Menge DTR. TR steht für Training. Der Trainingsfehler ist einfach definiert als die Anzahl aller Klassifikationsfehler, die die Modellfunktion auf DTR macht, geteilt durch die Größe von DTR. Und damit haben wir im Prinzip den Fehler auf den Trainingsdaten ausgerechnet, den der Klassifikator macht. Wir haben ausgerechnet, wie gut der Klassifikator auf alle Trainingsbeispiele vorhersagt. Demgegenüber steht der Holdout-Fehler. Holdout steht für etwas zurückhalten. Wir halten ein sogenanntes Testset zurück. Das ist jetzt oben in der Grafik nochmal angedeutet. Ausgangspunkt ist wieder, wir trainieren eine Modellfunktion Y auf allen Daten. Wir ziehen aus der Menge D ein sogenanntes Testset zufällig. Es ist wichtig, dass es zufällig gezogen wird und nicht, wie hier vielleicht missverständlich angedeutet, dass man einfach einen bestimmten Bereich in der zufälligen Sortierung der Daten als Testset deklariert. Lassen Sie sich davon nicht verwirren, das ist nur
der Darstellung geschuldet, weil Sie gleich noch sehen, dass diese Art der Darstellung vorteilhaft ist zum Vergleich mit den anderen Fehlern. Aber Sie müssen das Testnet zufällig aus D herausziehen. Der Grund dafür ist, da Sie sonst Probleme damit bekommen, wie verlässlich die Schätzung ist. Kann ich aber gleich noch was zu sagen. Ja, und alles, was übrig bleibt von D, was nicht ins Testset gehört, ist dann einfach das Trainingsset. Auf dem Trainingsset wird ein weiterer Klassifikator mit Hilfe derselben Modellfunktion, mit der wir auch Y trainiert haben, trainiert, und das ist Y'. Und wir berechnen dann auf dem Testset den Fehler, den Y' macht, und nehmen das als Schätzer. Das ist jetzt hier zu sehen, ich zeige es nochmal. Wir berechnen auf dem Testset den Fehler, also das heißt die Anzahl der, den Anteil der Missklassifikation, den Y' macht, und definieren das und sagen, das ist unsere Schätzung für den Fehler von Y auf dem Testset. Beziehungsweise für den Fehler von Y im Allgemeinen. Das heißt, hier im Argument haben wir nicht das Y'. Lassen Sie sich davon nicht verwirren. Wir wollen immer noch den wahren Fehler schätzen. Entschuldigung, der wahre Fehler ist der Fehler von Y, nicht der Fehler von von irgendeiner Hilfsmodellfunktion, die wir trainieren. Wir müssen aber diese Hilfsmodellfunktion trainieren auf dem Trainingsset, da wir ansonsten das Problem haben, dass wir keine ungesehenen Beispiele der Modellfunktion präsentieren können. Das ist das Ziel. Wir wollen die Modellfunktion, die wir trainiert haben, konfrontieren mit etwas, was sie zuvor nie gesehen hat. Aber wir brauchen für diese Beispiele ja die Klasse. Wir haben nur D von unseren menschlichen Experten gelabelt bekommen, und demzufolge müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben. Sie könnten jetzt auf die Frage kommen: Moment mal, warum habe ich jetzt diesen ersten Strang hier, wo ich Y ausrechne? In der Forschung oder wenn Sie ausschließlich experimentieren, macht man das üblicherweise nicht. Das liegt einfach daran, dass wir in der Forschung oder bei herkömmlichen Experimentieren noch nicht an dem Punkt sind, dass wir sagen, dass unser Klassifikator auf die Welt losgelassen werden kann. Wenn Sie aber mal einen Kunden oder eine Kundin haben, die von Ihnen einen Klassifikator wünscht, den Sie konstruieren sollen, dann sollten Sie auf gar keinen Fall nur Y' abgeben. Denn Sie werfen wertvolle Daten weg, die fürs Training wichtig sein können. Das heißt, Sie evaluieren selbstverständlich Ihren Klassifikator mit Hilfe zum Beispiel des Holdout-Fehlers, stellen fest, ich habe gute Arbeit geleistet, der Klassifikator ist gut. Den kann man so nehmen. Das heißt, die Modellfunktion ist gut, die wird funktionieren. Und dann, salopp gesagt, geben Sie alles. Sie helfen der Modellfunktion so gut Sie können, indem Sie alle Daten, die Sie haben, zum Training verwenden. Es gibt dann keinen Grund, noch einmal etwas zurückzuhalten. Einfach deshalb nicht, weil der Klassifizierer wird von Ihrem Kunden oder der Kundin in der Realität eingesetzt. Da wird nicht nochmal geprüft. Eher werden Beispiele aus der Realität nochmal nachgeprüft. Das heißt, es wird ein neuer Datensatz erschaffen. Aber den haben Sie ja nicht zur Verfügung. Das heißt, schmeißen Sie Ihre Daten nicht sinnlos weg. Es kann sein, dass Sie auf viele Menschen stoßen, die diesen Zusammenhang eventuell noch nicht gemacht haben, weil viele Menschen auch noch nicht in die Verlegenheit gekommen sind, tatsächlich ein Klassifizierungsverfahren oder ein maschinelles Lernverfahren tatsächlich zu verkaufen. Im Unternehmen wird das eher normal sein, kann man hoffen, aber auch da kann es sein, dass dieser Zusammenhang nicht deutlich wird, weil man ist geprägt aus dem universitären Umfeld und aus dem Forschungsumfeld, da geht es nur um Experimente, und wir sind dann demzufolge erstmal nur an dem unteren hier drin interessiert, und ich wollte Sie nur darauf hinweisen, nicht, dass Sie werden Überzeugungsarbeit leisten müssen, gegebenenfalls. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sind Sie in einer Umgebung, wo die Leute das alles wissen. Ja.
Bild hat, dann hat er es mit der Währung über den Parameter, mit der Repetition, ja. Und dann die Produzent. Ich kann sagen, ich sitze dann und soll das dann nochmal auf die Gesamtpreise nehmen. Da haben Sie andere Parameter. Ja. Die. Okay, also Sie fragen, warum sollte ich denn in der Praxis dann einen neuen Klassifizierer, eine neue Modellfunktion trainieren, weil sich dann ja die Parameter nochmal verändern im Vergleich zu denen, für die ich festgestellt habe, dass sie gut genug sind. Erstens, der Holdout-Fehler unterschätzt mit hoher Wahrscheinlichkeit den wahren Fehler. Zweitens, mehr Daten, die in dieses Training mit einfließen, sorgen wahrscheinlich dafür, dass die Klassifizierungsentscheidung besser wird. Erinnern Sie sich nochmal an den Zusammenhang, den ich hier gesagt habe. Je mehr Daten Sie haben, umso näher kommen Sie an den wahren Fehler heran. Auch wenn Sie ihn dann nicht mehr schätzen können. Aber Ihre Modellfunktion ist dann auch näher an der Modellfunktion, die herauskommen würde, wenn Sie die Gelegenheit hätten, auf allen Objekten zu trainieren. Das ist der Grund. Das heißt, auch hier, wenn natürlich der unwahrscheinlichere Fall eintritt, dass Ihr Holdout-Fehler den wahren Fehler überschätzt, dann könnte es sein, dass in der Realität das genaue Gegenteil eintritt, wenn Sie mit noch mehr Daten hantieren. Da gibt es dann letztendlich ein Risiko dafür, dass das eintritt und Sie einen noch schlechteren Klassifikator abgeben, als Sie es ohnehin getan hätten. Da muss man da vorsichtig sein. Aber das bedeutet einfach nur, also wenn sich das am Ende tatsächlich dann nochmal dann tatsächlich herausstellen soll, würde das einfach nur bedeuten, dass Ihr Datensatz oder das Labeling irgendwie falsch gelaufen ist. Der Fehler ist nicht in der Modellfunktion dann, der Fehler ist in den Daten. Hier vielleicht auch nochmal eine Veranschaulichung, was passiert. Zuerst trainieren Sie auf ganz D mit einer gegebenen Lernrate Eta hier, angedeutet der LMS-Algorithmus zum Beispiel, einen Klassifikator Y. Dann als zweiten Schritt trainieren Sie auf den Trainingsdaten einen Klassifikator Y', unabhängig von Y. Und Sie testen dann mit Hilfe der Testdaten Y'. Und im Ergebnis erhalten Sie dann einerseits eventuell den Trainingsfehler für Y', aber die Zahl hier unten ist die, die Sie interessiert. Diese Schätzung ist die Schätzung für den Fehler, für den wahren Fehler, die dieser Klassifikator macht, anhand des Schätzers von Y' auf den Tester. Es ist schwierig, das schematisch darzustellen. Ich denke, diese Darstellung hier ist auch nicht schlecht, aber machen Sie sich das nochmal bewusst. Steht auch alles nochmal da. Gut, dann gibt es einfach nur noch den Kreuzvalidierungsschätzer, K-Fold Cross-Validation. Und hier bauen wir nicht nur ein Testset, sondern K-Testsets aus der gegebenen Datenmenge. Auch wie vorher, wir fangen an damit einen Klassifizierer auf der gesamten Dokumentmenge zu konstruieren. Dann teilen wir diese Dokumentmenge auf in K mehr oder weniger gleich große Splits. Wiederum zufällig, nicht so sortiert, wie es hier zu sehen ist. Das ist nur der Darstellung geschuldet, damit man es nachvollziehen kann. Und anschließend wird jede einzelne dieser K verschiedenen Splits einmal zum Testset gemacht. Und alle anderen K-1 Splits, also im ersten Fall die Splits 2 bis K, im zweiten Fall 1 und 3 bis K und so weiter, und im letzten Fall 1 bis K-1, werden dann Trainingsdaten einmal. Sie trainieren dann demzufolge nicht nur eine Modellfunktion Y', wie beim Holdout-Fehler, sondern Sie trainieren K verschiedene Modellfunktionen. Und messen auch für jede dieser K-Modellfunktionen den Fehler auf den jeweiligen Testdaten. Das ist dann, jetzt sehen Sie jetzt hier an den Subskripten die verschiedenen Modellfunktionen 1 bis K und die verschiedenen Testdatensätze D-Test 1 bis K.
Und der Kreuzvalidierungsfehler von Y ist dann als Schätzung für den wahren Fehler von Y zu verwenden. Und das ist einfach der Durchschnitt der Durchschnitt der Fehler, die der ITE-Klassifikator auf dem ITE-Testdatensatz macht. In Summe. Entschuldigung. Ja, also der Durchschnitt der Summe der Fehler, die der ITE-Klassifikator auf dem ITE-Testdatensatz macht. So. Soweit klar? Ja, dann. Eigentlich besser zu testen, weil wichtig ist so einfach Cross-Validation so zufällige Grundlagenfehler, die irgendwie irgendwelche Ergebnisse führen können, irgendwie weiter. Das Problem, also Sie haben recht erstmal, das Problem wird nur relevant, wenn Sie eine kleine Datenmenge haben. Bei großen Daten spielt das alles keine Rolle mehr. Das bedeutet, wenn Sie Hunderttausende, das hängt ein bisschen natürlich vom Problem ab, wie viele Daten Sie brauchen und auch von der Balance oder Imbalance der jetzt zum Beispiel zwei Klassen oder auch mehreren Klassen, die Sie vorhersagen wollen. Wenn eine Klasse extrem unterrepräsentiert ist, brauchen Sie wahrscheinlich trotzdem sehr viele Beispiele. Aber da mit Klassenimbalance werden wir uns jetzt hier nicht so intensiv auseinandersetzen. Deswegen, ungefähr gleich könnten die schon sein. Und ja, bei kleinen Datenmengen ist es eigentlich zu empfehlen, Kreuzvalidierung durchzuführen. Aber so ganz die Wahrheit ist das auch wieder nicht. Da kann man sich auch, es ist ein Experiment und statistisches Problem, das man ja angehen muss. Da gehen wir jetzt nicht tiefer drauf ein. Es wird häufig Kreuzvalidierung gemacht. Es wird auch häufig nur einfach nur Holdout, häufig nur der Holdout-Fehler gemessen. So ein bisschen ist das arkan. Aber das muss ich jetzt erstmal offen lassen, beziehungsweise man kann da natürlich noch tiefer reingehen, aber das würde wahrscheinlich nochmal ein deutliches Mehr an statistischer Grundlage machen. Legen Sie auch diese Verhältnisse hier nicht auf die Goldwaage. Das ist eine Schätzung gemäß besten Wissen. Das ist jetzt kein, beziehungsweise man kann da statistisch rangehen und das auch ein bisschen versuchen, hinterher zu analysieren, aber es lohnt sich an dieser Stelle nicht. Nehmen Sie es einfach so als Daumenregel erstmal. Ja? Warum ist die Cross-Validation auf kleinen Datensätzen besser? Weil intuitiv hätte ich jetzt gesagt, dass da der Holdout wieder besser ist, weil ich ja mit einem kleinen Datensatz, ganz viele Datensätze lege, habe ich ja nur günstige Datensätze. Ich hatte ja noch alle Testierer nicht gehabt, wäre ich ungenau, oder? Jein. Wenn Sie nur einmal zufällig aus einem kleinen Datensatz Testdaten ziehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Sie zufällig einen pathologischen Testdatensatz ziehen, der zum Beispiel mit komischen Daten angehäuft ist, die sich zufällig in Ihrer Originaldatenmenge befinden. Und demzufolge werden Sie irgendwas messen, aber nicht das, was Sie wollen. Sie müssen darauf achten, und das steht auf den Bemerkungsfolien auch nochmal sehr deutlich, Sie müssen darauf achten, dass der Testdatensatz dieselbe Verteilung von Objekten hat wie der Trainingsdatensatz. Da Sie ansonsten Gefahr laufen, dass Sie auf dem Trainingsdatensatz auf Basis einer Verteilung von Objekten gemäß ihrer Ähnlichkeiten oder Gattungen, da kann man verschiedene Verteilungen definieren, oder Klassenverteilungen natürlich auch, dass Sie auf dem Trainingsdatensatz eine Art von Modellfunktion trainieren, aber auf dem Testdatensatz etwas ganz anderes testen, weil die Verteilung der Objekte sich geändert hat. Je kleiner die Datenmenge wird, umso wahrscheinlicher wird es, dass Sie irgendwie komische Testdaten herausziehen. Und das kann durch eine K-Fold Cross-Validation abgefangen werden. Also das heißt, man nimmt ein bisschen Varianz aus der Sache raus. Diese Varianz spielt keine so große Rolle mehr, wenn die Daten riesig werden. Dann kann man einfach so einen Holdout haben. Dann ist auch. Üblicherweise ist so eine Aufteilung, die man auch als Daumenregel zu verstehen, 2:1 zwischen beim Holdout-Fehler zwischen Trainingsdaten und Testdaten. Aber das ist auch. Da gibt es auch keine besonderen, es gibt auch Leute, die machen 50-50, wenn sie sich das Problem schwieriger machen wollen, also wenn sie sich auch die Evaluierung schwieriger machen wollen und erwarten, dass ihr Klassifizierer sehr gut funktionieren muss, selbst mit wenigen Daten, mit weniger Daten. Also da kann man noch eine ganze Menge mehr
sich Gedanken drum machen, wie die Größe von Datenmengen und die Verteilungen, die da drin sind und im Zusammenhang stehen mit der Auswahl des Evaluierungsverfahrens, die man treffen muss. Das würde nicht nur den Rahmen einer Vorlesungseinheit sprengen, man kann eine eigene Vorlesung zum Experimentieren halten. Letztendlich, die Evaluierung von Machine Learning Verfahren ist auch nichts anderes als die Evaluierung von in anderen Bereichen. Letztendlich werden in nahezu allen naturwissenschaftlichen Bereichen Modelle aufgestellt, die Vorhersagen machen sollen. Und mit diesen Modellen, die müssen die Fehler der Modelle einschätzen lernen. Es gibt Spezialitäten, aber bis jetzt ist hier noch nichts passiert, was so super spezifisch auf das Machine Learning bezogen ist, sodass man es nicht auch woanders einsetzen kann. Gegebenenfalls ist das Machine Learning spezifische Nomenklatur, gegebenenfalls nicht. Da versuchen wir natürlich, Ihnen jetzt die richtigen Begriffe fürs Machine Learning zu geben, aber wenn Sie statistischer drauf gucken, werden Sie auch ähnliche Begriffe wiederfinden. So, weitere Fragen? Okay. Dann können wir jetzt noch eine weitere Stufe nehmen und sagen, okay, ich habe ja nicht immer nur eine Modellfunktion, die ich trainiere. Irgendwann muss ich die mal entwickeln. Entwickeln bedeutet ein bisschen testen, Fehler machen, besser entwickeln. Sie müssen gegebenenfalls mal unter verschiedenen Modellvarianten auswählen. Es gibt neben den Parametern der Modellfunktion, die Sie optimieren wollen, noch weitere Parameter, die Hyperparameter heißen. Und das sind Parameter, deren Werte üblicherweise vom Himmel fallen oder natürlich auch spezifisch und gemäß des Klassifikationsproblems, das Sie vorliegen haben oder des Lernproblems ausgewählt werden müssen, sodass sie semantisch auf die eine oder andere Weise Sinn ergeben. Es kann sein, dass jedes Feature Ihres Modells eigene Parameter hat, die Sie spezifizieren müssen. Nämlich zähle ich nur das Vorkommen von einem Wort in den Texten und allen verschiedenen Wörtern, Einzelwörtern, oder zähle ich das Wortkommen von zwei Wortpaaren oder drei Wortpaaren oder Parameter. Kann ein maschinelles Lernverfahren oder trainiert ein maschinelles Lernverfahren erstmal nicht mit. Das müssen Sie selber spezifizieren. Aber es gibt maschinelle Lernverfahren, die auch diese Hyperparameter erlernen für Sie. Das sind dann Meta-Lernverfahren. Nehmen wir mal an, Sie wollen jetzt die verschiedenen Hyperparameter, auch die Lernrate des Lernalgorithmus oder auch die Modellfunktion selbst optimieren. All das können Parameter sein, verschiedene Arten von Modellfunktionen. Dann bauen Sie einfach eine Reihe von verschiedenen Modellfunktionen. Hier M, denn die Hyperparameter sind hier durch den Buchstaben Pi angedeutet und wir bauen M verschiedene mit M verschiedenen Parametrisierungen. Pi steht jetzt nicht für einen Parameter, sondern steht für eine Menge von Parametern, die den Modellfunktionen gleich sind. Und die Frage ist nun, welchen dieser Klassifizierer sollten wir denn nun nehmen? Dafür verwenden wir wiederum einen neuen Split von unserer Dokumentmenge, der Validierungsmenge heißt. Validation Set oder auch Development Set. Je nachdem verwendet man beides in der Literatur. Das Schema bleibt wie vorher. Wir trainieren den besten Parametersatz, die Modellfunktion mit dem als bestes erkannten Parametersatz auf der Dokumentmenge D. Das können wir nicht am Anfang machen, weil wir müssen das erst noch rausfinden. Das heißt, dieser erste Schritt hier, zu Anfang war, der kommt jetzt zuletzt, sondern wir fangen erstmal hiermit an, indem wir zuerst eine Testmenge samplen von unserem Datensatz, dann samplen wir eine Validierungsmenge und was übrig bleibt, ist die Trainingsmenge. Auf Basis der Trainingsmenge werden die M verschiedenen Modellfunktionsvarianten trainiert und mit Hilfe der Validierungsmenge wird der beste Parameterdatensatz ausgewählt. Jetzt können wir auch diesen Klassifizierer trainieren. Wie gesagt, wenn Sie nur experimentieren wollen, brauchen Sie das nicht, dann können Sie diesen Schritt mal springen. Aber jetzt könnte man ihn trainieren. Das ist auch formal sauberer, weil wir wollen ja genau den Fehler dieses Klassifizierers hier schätzen. Das heißt,
die Modellfunktion mit dem besten Parametersatz testen wir dann, nein, Entschuldigung, wir trainieren ihn neu auf den Trainingsdaten und den Validierungsdaten und testen ihn dann auf den Testdaten. Gleiche Begründung wie eben, wir trainieren neu auf diesen Daten, einfach deshalb, weil wir so gut wie möglich die Schätzung machen wollen. Je größer der Trainingsdatensatz, umso besser, umso näher kommen wir an den wahren Fehler heran. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das Ganze ist jetzt hier dann auch nochmal in Formeln dargestellt. Also wir bestimmen jetzt Pi Stern als Minimierung des Arguments für die verschiedenen Parameter Pi bezüglich ihrer Fehler in den verschiedenen Modellfunktionen hier. Und das Ganze ist dann hier auch nochmal beschrieben. Y P Stern ist trained on D, Y' P Stern ist dann auf dem Trainingsdatensatz D minus D Test, ne, also inklusive Validierungsset trainiert. Und dann bestimmen wir den schon zuvor definierten Holdout-Fehler von YP Stern auf, wir bestimmen den Holdout-Fehler von YP Stern, Punkt, mit Hilfe des Testsets. Wir bestimmen ihn nicht, wir schätzen ihn. Das ist wichtig. Genau, und das ist im Prinzip dann nochmal die Definition des Holdout-Fehlers, wie zuvor. Fragen? Ja. Können Sie nochmal wiederholen, auf welchen Daten? Ja. Wir trainieren auf Basis dieses Datensatzes hier, des Trainingsdatensatzes, die verschiedenen Parametrisierungen der Modellfunktion. P1 bis Pm. Mit Hilfe des Validierungsdatensatzes in der Rolle eines Testdatensatzes stellen wir fest, welche der Parametrisierungen hat den geringsten Fehler? Das macht diese Formel. Dann trainieren wir eine neue Modellfunktion, YP Stern. Und diese neue Modellfunktion wird trainiert auf einem Trainingsdatensatz D minus D Test. Das bedeutet, diese beiden Datensätze hier zusammen. Und dann messen wir den Holdout-Fehler. Ja? Wo ist jetzt der Vorteil des Validierungssets? Also warum trainiert ihr alle auf allen Daten mit Validierungsset und testet alle auf dem Testset und nimmt dann den Biss? Wo ist der Vorteil, wenn man diesen Zwischenschritt hat und nur eins mit allen trainiert? Sie würden einen Schätzfehler sich kaufen, wenn Sie statistisch gesehen, wenn Sie sofort alles auf dem Testset testen würden. Nicht Testset, nur Validierungsset. Also dass man den kompletten Schritt mit dem Validierungsset überspringt. Man sozusagen 10 Modelle. Ja, das habe ich verstanden. Genau. Also Sie nehmen das hier inzwischen weg und sagen, wir holen Pi Stern aus dem Testset raus und nehmen das. Aber dann haben Sie ja letztendlich, also zumindest gemäß der Regel, hier haben Sie ja am Ende eine Optimierung auf dieses Set vorgenommen. Das hier ist eine Optimierung nochmal. Sie optimieren die Parameter. Wir können es uns nicht leisten, genauso warum wir jetzt auch hier ein Testset vorher abgeteilt haben, unsere Modellfunktion, die ja auch eine Parameteroptimierung ist, nämlich der Parameter der Modellfunktion, auf denselben Daten zu machen, auf denen wir dann auch testen, weil das im Prinzip die Definition des Trainingsfehlers ist. Das hier ist eine Optimierung von Parametern. Sie wählen M-Parameter aus, aber genauso könnten wir auch sagen, M ist ein Hyperparameterraum sowie Hypothesenraum und es gibt irgendein Verfahren, das mir darin das optimale Parameterset sucht. Und dafür würden Sie ein solches extra Validierungsset benötigen, um herauszufinden, welches ist denn der beste versus wie ist denn der Fehler davon in der Realität wahrscheinlich. Realität als Maß für wie gut ist dieses Set zu nehmen, also diese Parameter? Also man könnte ja, das machen wir jetzt am Ende. Das machen wir. Ja, aber wir haben trotzdem die Validierungsset. Nehmen wir an, wir trainieren alle und testen sie nur auf dem Testset, aber dafür alle Parameter oder alle Modelle, die mit dem jeweiligen Parameter trainiert wurden. Und dann sehen wir ja gleich, wie gut sie theoretisch in der echten Welt wären. Warum nehmen wir das nicht als Maß für wie gut eben dieser Parameter? Ja, wie gesagt, ich muss es nochmal wiederholen. Sie optimieren dann nochmal auf den Daten, auf ungesehenen Daten, auf Daten, die eigentlich ungesehen sein sollten.
Weil sie, die Schätzung, die sie machen, muss darauf basieren, dass sie eine Entscheidung treffen. Diese Entscheidung müssen sie ja dann auch treffen, wenn sie dieses Verfahren auf die Realität loslassen. Und sie wollen Sicherheit einführen. Deswegen gibt es sogar, es gibt sogar Situationen, wo nicht nur ein Testset geschaffen wird, sondern es wird nochmal ein Testset zurückgehalten und das dann nochmal herangezogen, um daraus nochmal eine bessere Schätzung zu halten. Je häufiger sie einen Test, also im wahrsten Sinne des Wortes, je häufiger einen Test auf denselben Daten machen, desto wahrscheinlicher wird es, dass sie komische Eigenschaften der Daten, die nicht zu vermeiden sind, also in der Statistik Confounder, ausnutzen, um einen Vorteil zu erlangen. Und dann könnten sie das Pech haben, dass sie mit einer gewissen oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit den wahren Fehler überschätzen. Aber das passiert, wenn man häufiger auf dem gleichen Set testet. Da wird man die auch noch. Ja, das, genau. Jetzt in dieser Situation würden sie nur ein einziges Mal auf den Tester testen, bevor sie die Entscheidung treffen, gut genug oder nicht. Aber dafür einmal auf den Validierungs-Test. Ja, das ist okay, weil das eine Optimierung ist. Wir haben ja auch ziemlich häufig auf dem Trainingsdatensatz getestet, als die Modellfunktion trainiert wurde mit dem Lernalgorithmus. Jedes Beispiel wurde ständig immer wieder neu und neu klassifiziert, bis dann endlich die Parameter ordentlich waren. Und das machen wir ja letztendlich auf dem Validierungsset mit den M-Parametersätzen, die wir manuell gewählt haben, auch. Also es kommt aufs selbe raus. Sie können nicht dieselben Daten zum Trainieren verwenden, weil das ist auch eine Art Training im Endeffekt, die Auswahl hier, die Sie auch zum Testen verwenden. Ja, ist noch nicht richtig angekommen. Nee, die Frage ist nicht ganz übergekommen, aber passt. Ja, doch, ich glaube, ich habe es schon verstanden. Warum kann ich nicht einfach die P1 bis PM direkt auf den Testdaten machen und sofort eine Aussage über alle P1 bis PM treffen? Sie können sich einen aussuchen, das machen. Dann hören Sie den Holdout-Fehler von P1 auf den Testdaten und hätten dafür eine Schätzung dafür für den wahren Fehler. Wenn Sie aber das sehr häufig machen, dann begehen Sie einen Experimentierfehler. Statistisch gesehen kann es dann eintreten, dass Sie mit immer anderen Parametersätzen, die Sie ja dann geschickt wählen, sodass der Fehler kleiner wird, warum sollte man sonst öfter testen, dafür sorgen, dass Sie Eigenschaften der Daten ausnutzen, die diese Daten zufällig haben. Genau. Und das gilt es zu vermeiden. Das dürfen Sie nicht tun. Ja. Okay. Aber was ist denn jetzt die Frage gewesen, wenn es nicht die war? Ist in Ordnung. Nein. Können wir auch offline gleich nochmal machen. Ist okay. Alles klar. Gut. Aber oder hat jemand anders verstanden, was ich nicht verstanden habe? Ja, okay. Okay, gut. Aber zumindest haben wir diesen kleinen Fakt. Ja, alles klar. Gut. Eins nach dem anderen. Sie können es auch in Discord nochmal aufschreiben, falls jetzt gleich keine Zeit ist, sein sollte für Sie oder so. Ne? Also ist auch kein Problem. Ich hoffe, ja. Blöde Fragen gibt es nicht. Ne? Also nein, machen Sie ruhig. Ist völlig in Ordnung. Ne? Also wir freuen uns über Fragen. Vielleicht auch nochmal am Rande, wenn Sie Fehler finden, wollen wir es auch tun. Egal wo. Ne? Also Sie bemerken ja wahrscheinlich, dass die Polen sich da und dort nochmal an kleinen Stellen ändern. Es gibt da und dort immer wieder Inkonsistenzen. Es ist nicht sehr leicht, so viele Folien so konsistent wie möglich zu schaffen, insbesondere wenn es um Formalitäten geht. Da steckt viel Arbeit drin, vor allem auch Professor Stein und Michael Völzke, die die Materialien ursprünglich erstellt haben, und ich bin jetzt auch hinterher. Und Fehler gibt es überall, und im Idealfall kommen wir irgendwann an knutsche Dimensionen, dass keine Fehler mehr drin sind. Aber da müsst ihr uns helfen. Wir können eigentlich kein Geld dafür geben. Okay. Da hinten ist noch eine Frage. Ja. Nochmal? Ja, bitte. Nochmal, bitte. Ja, das könnte man so sehen, das stimmt. Es kann sein, dass das aus Konsistenzgründen geschehen ist, weil die Reihenfolge in dieser Grafik ähnlich ist. Die Grafik ist im Hintergrund mit Illustrator gemalt, und das ist dann, wenn einfach Ebenen eingeblendet. Es kann sein, dass wir uns da die Mühe gespart haben, die Legende nochmal komplett neu in die neue Ebene zu packen, die ausgeblendet ist an dieser Stelle. Wäre jetzt mein Tipp, aber lege ich nicht die Hand ins Feuer. Sie haben natürlich vielleicht recht auch, dass ein bisschen konsistenzmäßig man denken kann, aber warten Sie mal ab, es geht noch eine Stufe komplizierter. Nämlich so. Wir können natürlich dieselbe Idee, die wir vorher schon hatten, auch
Anwenden der Kreuzvalidierung auf die Validierung von verschiedenen Hyperparametern Konfigurationen. Und letztendlich läuft das analog zu vorher. Es wird jetzt halt nur mit ein paar mehr Subskripten und ein paar mehr Klassifikatoren da. Sie sehen, wir trainieren jetzt hier nicht, ich fange nochmal schematisch an. Wir suchen eine Modellfunktion für den besten Parametersatz, Pi Stern. Und das machen wir, indem wir eine K-Fold-Kreuzvalidierung machen. Jetzt nicht mit der Kreuzvalidierung verwenden. Also das heißt, hier einfach die Modellselektion anhand von K-Validierungssets, aber letztendlich ist auch eine Validierung im Endeffekt. Also da ist ein bisschen eine Doppeldeutigkeit in den Begriffen. Das eine nicht mit dem anderen verwechseln. Heraus kommt nicht nur ein Klassifikator für jede Aufteilung, hier ein Validierungssatz, K-Splits, die zu einem Trainingsdatensatz werden und das dann K mal wieder, genau wie vorher. Und für jede dieser Aufteilungen trainieren wir natürlich nicht nur einen, sondern sämtliche Parametersätze. Das heißt, wir haben ja eine Matrix von Modellfunktionen plötzlich, aus denen wir auswählen. Das Ganze ist dann hier auch nochmal formal aufgeschrieben und hier kommt es dann jetzt auch nochmal formal. Lassen Sie sich nicht von den ganzen Subskripten ins Boxhorn jagen. Das Schema sollte Ihnen ja von vorher relativ klar sein. Wir wählen auf dieselbe Art und Weise den besten Klassifikator aus durch Averaging auf den K-Validierungssatz. Auch da, wenn wir kleinere Daten haben, lohnt sich das. Weil dann auch der Fall nicht eintritt, dass wir uns auf bestimmte Idiosynkratien eines zufällig schlecht gezogenen Testdatensatzes einlassen. Und dann berechnen wir den Holdout-Fehler für YP-Stern wie zuvor. Damit sind wir fast am Ende. Zuletzt noch ein Hinweis. Wir haben jetzt den Fehler berechnet. Wir können natürlich auch die Kosten berechnen, die unsere Fehler machen. Darauf habe ich zwischendurch schon mal hingewiesen. Der Fehler an sich sagt vielleicht nur etwas darüber aus, dass unsere Methode nicht sehr gut oder wie gut unsere Methode im Allgemeinen funktioniert. Wenn man jede Art von Fehler, und auch hier kann man Fehler verschiedener Art vorfinden bei einer Missklassifikation, gleichmäßig bewertet. Und es kann sein, dass eine Missklassifikation von der positiven zur negativen Klasse schlimmer ist als eine Missklassifikation von der negativen zur positiven Klasse. Zum Beispiel, wenn Sie an medizinische Untersuchungen denken, Krebs als Nicht-Krebs zu markieren, ist viel schlimmer als umgekehrt. Und so sind medizinische Tests auch konstruiert. Das heißt, die Kosten, die Sie hier ansetzen können, können Sie in einer spezifisch definierten Funktion eingeben, könnte irgendeine Zahl größer 0 sein, wenn die Klasse ungleich ist, wenn Sie mehr als zwei Klassen haben, wird die Funktion einfach ein bisschen komplizierter und Sie müssen für jede Klassenpaarung eine Zahl angeben. Und ansonsten, wenn die Klassen gleich sind, sind die Kosten 0. Analog zu vorher können Sie dann den Holdout-Fehler umdefinieren zu einem Kostenmaß für die Missklassifikation. Das nur am Rande. In der Praxis werden verschiedene Arten von Missklassifikationen definitiv und häufig unterschiedlich bewertet. Und das gilt natürlich nicht nur für so sensitive Bereiche wie die Medizin, das gilt auch für Suchmaschinen. Dort versucht man, den Fehler für die Masse an Nutzenden zu minimieren, als den Fehler für Einzelnutzende, die nach Nischen Dingen suchen, nach denen sonst keiner sucht. Das war's für die Evaluierung.